Hey Leute, aufgrund der unglaublich guten Resonanz bezüglich des Let's Builds habe ich einen Vorschlag für euch. Und zwar, was würdet ihr davon halten? Ich habe ja schon gesagt im Let's Build, dass wir wahrscheinlich diese Außenbereiche, ja, genau, dass wir die Innenbereiche nicht im Let's Build machen. Nochmal für alle ganz simple Erklärung dafür, neben vielen anderen kleineren Faktoren, ist das mit der Kamerafahrt Innenräume total bescheuert darzustellen sind. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich halte sozusagen auf eine Wand drauf und wenn ich einen Raum ausschmücke, der vielleicht auch ein bisschen größer ist, und immer hin und her wuschel und mal da was macht, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht gut festhalten. So, jetzt habe ich einen Vorschlag für euch. Ich habe ja schon Hallo Schwein unten rechts. Ich habe euch ja schon gesagt, wir machen das mit den Innenräumen in einem Livestream. So, das machen wir auch. Aber was haltet ihr davon, wenn wir zusätzlich zu der geplanten Action im Livestream das Ganze aufnehmen und ich das auf YouTube hochlade? Ist natürlich kommentiert, gar keine Frage. Bedeutet, das wäre Videomaterial in Echtzeit live kommentiert, im Prinzip wie ein Let's Play, nur kein Let's Play, sondern Let's Build in Echtzeit und aus der Ego-Perspektive. Sprich, ich nehme einfach den Livestream nochmal extra mit auf und lade das Ganze in 15 oder 20 Minuten Scheibchen hoch. Und dann auch immer einmal am Tag. Das ist sozusagen Let's Build Part 2. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Das bedeutet, ihr könntet dann halt entweder im Livestream dabei sein und den großen Brocken auf einmal miterleben. Oder halt ein paar Stündchen, je nachdem, wie lange ich daran bauen will im Livestream. Und das Ganze gibt es dann auch noch als Aufnahme auf YouTube, weil ich weiß natürlich, dass es viele Zuschauer gibt, die gucken meine Livestreams gar nicht oder die verpassen es oder wie auch immer. Und insofern wäre das mein Angebot für euch, dass wir im Livestream Innenräume erstellen, zusätzlich zu dem eigentlichen Let's Build. Und das Ganze nehmen wir auf. Ohne große Nachbearbeitung, sondern einfach nur, dass ihr das in Echtzeit miterlebt. Hättet ihr da Bock drauf? Weil ich muss es natürlich hochladen, das ist ein Aufwand. Ne? Ganz klar. Wollt ihr das haben? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es mir auch in die Kommentare. In beider Hinsicht am besten noch mit eigener Begründung. Fände ich immer super. Und zusätzlich möchte ich noch ganz kurz sagen, wo wir gerade von YouTube und Aufwand reden. Ihr kriegt das ja mit. Ich habe ja auch extra schon ein Video dazu gemacht, weil mich das so ankotzt. GEMA sperrt gerne meine Lego Star Wars Parts. Und jetzt hat sogar YouTube den heutigen Lego Star Wars Part stumm geschaltet. Also nicht die GEMA, sondern YouTube. Wegen Musik, Urheberrechts, Zeug. So, irgendwie möchte ich ja behaupten, es macht keinen Sinn, in keinster Weise, wenn ich jeden Tag mir ein oder 2 Stunden Zeit nehme für den Upload von einem Lego Star Wars Part mit dem Endresultat, dass es keiner von euch sehen kann oder nur die Schweiz-Österreicher. Weiß ja nicht, wie viele von euch da draußen sind, die meine Videos gucken. Aber die Deutschen dürfen meine Videos nie gucken, also die Lego Star Wars Parts. Und jetzt den neuesten darf sogar niemand gucken, also mit Ton. Ja, und das ist ziemlich beschissen. Ich habe auch keinen Bock, wenn ich das weitermache, irgendwann mal einen Strike zu kriegen, von wegen jetzt reicht's aber mal. Und insofern frage ich euch, ist es für euch im Rahmen des Möglichen, dass ich dieses Projekt auf Eis lege? Entweder so für immer oder auf Eis legen im Sinne von irgendwann ist die GEMA mal wieder ein bisschen unterbesetzter und dann machen wir weiter oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja auch noch, ich meine mal, ich habe heute Part 32 hochgeladen, ich habe noch 33 und 34. Und es fehlen noch 2 Missionen von Episode 5 und dann noch Episode 6. Es ist nicht so viel. Jeder kennt eigentlich Lego Star Wars. Ich glaube, insofern ist es nicht so schlimm. Ich hätte auch direkt ein neues Projekt, mit dem wir starten könnten. Also ein Nicht-Star Wars-Projekt und dann dazu noch KOTOR. Wobei ich mir mal KOTOR auch nicht ganz sicher bin. Aber da müssen wir einfach mal schauen, ob da Musikrechte angezweifelt werden. Aber das sind ja nicht die klassischen Star Wars-Stücke, die da gespielt werden, zum Glück. Ja, das sind meine Möglichkeiten. Oder, was mir gerade einfällt, was man auch machen könnte, das ist aber ein komisches Dingen,
Das ist auch wieder eure Entscheidung. Stimmt, fällt mir gerade erst ein. Man könnte natürlich theoretisch auch einfach das Spiel stumm schalten, von vornherein. Das heißt, nach Möglichkeit hören wir nur noch die Soundeffekte und meine Stimme. Und die Musik ist aus. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir da bitte mal eure offene und ehrliche Meinung in die Kommentare, zusätzlich mit eurer Meinung zu dem, was ich hier eigentlich bereden wollte. Aber ich wollte das nochmal kurz anschneiden. Erstens, weil mich das ziemlich angeifert und zweitens, weil es auch irgendwie wichtig für den Kanal ist. Ja, ich glaube, alles wurde gesagt. Ich möchte mich gar nicht groß wiederholen. Und insofern bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst im Video. Also hören uns irgendwie in einem Video. Weiß ich, was da los ist. Und ansonsten gibt es demnächst wahrscheinlich den Livestream. Da werde ich dann auch nochmal ein Informationsvideo auf YouTube zu hochladen. Also bleibt gespannt. Da wird noch was passieren. Alles klar, dann noch einen wunderschönen Tag. Danke jetzt schon mal im Voraus für eure Kommentare diesbezüglich. Und ja, wann wir uns das nächste Mal sehen, habe ich ja schon gesagt. Bis dann.